Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, seit ein paar Tagen ist die DLC Band of Bastards raus. Hier heißt sie mit einer Bande im Bunde. Und ja, ich habe schon im Community Hub gelesen bei Steam, da hat einer 15 Minuten gebraucht für die ganze DLC. Ich bin mal gespannt. Vielleicht hat der einfach nur irgendwie einen Bug gehabt oder sowas. Auf jeden Fall schauen wir uns das Ganze mal an. Laut Entwickler haben wir ein Combat-orientiertes Quest-System neues. Wir haben neue Locations, Kunos Camp zum Beispiel, Campsite Activity, The Ring of Bacchus, ich weiß nicht, was das bedeutet, und neue Items und neue Ausrüstung, die man so finden kann für Rüstung und sowas. Also das soll alles dazugekommen sein. Wie gesagt, das Ganze kostet 7,99 €, also nicht allzu teuer. Und ich fange mal an, ich lese mal den Text hier vorsichtig vor. Reisen in der Provinz sind gefährlich. Die verängstigten Händler setzen kaum einen Fuß vor der Schenke. Besuche in benachbarten Dörfern sind ein Spiel mit dem Feuer und auf abgelegenen Gehöfen schläft man mit einer Axt unterm Kissen. Hinter jedem Baum am Wegesrand könnte eine Schurke lauern oder ein Student, der seinen letzten Groschen versoffen hat und sich zu etwas hinreißen lässt, das er in anderen Zeiten niemals tun würde. Man kann dann froh sein, wenn man nur seinen Geldsäckel verliert und nicht auch seinen Kopf. Du kannst nun Herrn Ratzig aufsuchen und dich der gefährlichen Lage auf der Straßen der Provinz annehmen. Für gewöhnlich ist Herrn Ratzig in der Burg zu Pirkstein in Rattei anzutreffen. Heißt die Pirkstein? Wusste ich gar nicht. Falls du ihn nicht findest, suche nach dem Symbol. Sternchen. Während der militärischen Unternehmungen gegen Ende der Hauptgeschichte ist es zeitweise möglich, dass der Herr Ratzig nicht den Auftrag zur Sicherung der Straße erteilt und dass die Handlung diesbezüglich für eine Weile aussetzt. Wow, die stellen das jetzt schon mit einem Bug vor, oder was? Okay, ich drücke mal schließen. Kann gar nichts machen. Sieht aus wie ein Standbild. Achso, ich muss gedrückt halten, sorry. So, das ist ja schon eine lustige Vorstellung. Ich bin ja sogar schon bei der Burg. Das ist ja geil. So, das sieht aus, als ob die Grafikeinstellungen noch viel zu niedrig sind bei mir. Weil ich habe es gerade erst angemacht. Ohne Rand, hoch. Ultra hoch. Also ich habe ja eigentlich eine sehr, sehr gute Grafikkarte. Da können wir allgemein wohl sehr, sehr hoch machen, denke ich mal. Bestätigen. Wie? Zack. Und ja, machen erstmal einen Ladebildschirm. Aber das kennen wir ja in dem Spiel sehr gut, ne? So, dann suchen wir auf jeden Fall mal den Herr Ratzig auf. Das ist ja eigentlich mein Papa, ne? Grafikeinstellung. Wartet mal, ich muss nochmal gucken, ob der das übernommen hat. HD-Texturen an. FPS-Anzeige will ich nicht bestätigen. So, dann gucken wir uns doch mal einen Ladebildschirm an. Sorry, ich weiß ja nicht, jetzt ist die erste Folge. Kann sein, dass wir da ein bisschen mehr spielen heute. Und los geht's. Ne, ich hoffe, die Grafik passt jetzt so einigermaßen. Okay, das ist der Ratzig. Nee, das ist nicht der Ratzig, das ist der komische andere Typ. So, eigentlich ist das die Burg von Rattei. Und er sagt, da ist er. Was macht er denn da? Nee, das ist der nicht. Das ist der nicht. Das ist wieder ein ganz anderer Questgeber. Gut, das kennen wir ja. Ich kenne die Map von King Come Deliverance mittlerweile fast auswendig. Normalerweise müsste Herr Ratzig jetzt hier irgendwo in der Burg rumtouren. Da ist er. Ich hab ihn gefunden. Und wir flitzen da mal ganz schnell hin. X. Mein edles Ross kommt aus der Kirche. Und ich muss mich so ein bisschen umgewöhnen wieder. Also die Steuerung. Ich habe schon lange nicht mehr angehabt. Ich habe sogar erst neu runterladen müssen. Auf dem neuen Rechner war das noch gar nicht drauf, das Spiel. Uah. So, nun flitzen wir doch mal zum Herrn Ratzig. Mal gucken, dann beginnt die neue Questreihe. Da sagt uns ja sogar diesmal dieser Text. Aber er verrät auch schon, dass es tatsächlich nicht funktionieren kann. Was ich sehr witzig finde. Gut. Aber es hat bestimmt eine andere Bedeutung. Okay. Band of Bastards. Bin mal gespannt. Also viel kämpfen. Und ihr wisst ganz genau, das ist mein... Das ist ja hier mein Steckenpferd. Okay, danke. Dann kann ich jetzt durch. Das ist nicht der Ratzig-Matzig. Da ist er scheinbar. Da ist er! Papi! Papi! Ich kann nicht mit ihm reden. Herr Kombilla, los. Schön, dich zu sehen, Junge. Herr Hanusch hat mir vom Turniersieg erzählt. Gut. Ah, das war auch eine DLC. Kann ich irgendwas für die Provinz tun? Vater, kann ich dich etwas fragen? Gewiss, Heinrich. Toss ist fort und ich dachte, dass sich nun alles zum Besseren wendet. Dass die Straßen in der Provinz sicherer werden und... Nun ja, das ist nicht geschehen.
Ah, die Blauäugigkeit der Jugend. Ihn aus der Provinz zu jagen, war nur der Anfang. Viele seiner Halunken sind noch hier und treiben weiterhin ihr Unwesen. Und solange Krieg herrscht, werden wir immer wieder vor diesem Problem stehen. Aber was können wir tun? Alle tönen. Nicht besonders viel, leider Gottes. Meine Garnison ist ein Scherbenhaufen. Ich verlor in Skalitz die meisten meiner Männer. Und nach Ribeslawitz sind es nun kaum genug, um Pirkstein zu machen. Geschweige denn, die Straßen zu schützen und in der Provinz zu patrouillieren. Die Männer reichen einfach nicht. Aha, ich verstehe. Besser gesagt, sie reichten nicht. Wie es der Zufall will, kommst du wie gerufen. Längst bat ich einen alten Freund um Hilfe. Herrn Kuno von Reichwaldau und seine Söldner. Das sind zähe Burschen. Die meisten von ihnen saßen im Kerker. Sie sind nicht minder kampferprobt als Waffenknechte. Verzeih mir meine Offenheit, aber fähige Söldner gibt es doch zuhauf. Gewiss findest du irgendwo redlichere Kämpfer. Wohl wahr, Junge, aber ich würde gern sagen können, dass ich mich an Kuno wandte, weil ich ihm vertraue. Aber der Grund ist pragmatischer. Er schuldet mir einen Gefallen und wird daher kein Geld verlangen. Soll ich mich ihm anschließen? Ja, es geht um zweierlei. Kuno braucht einen Ortskundigen. Und ich brauche jemanden, der ihn und seine Männer im Auge behält. Auf dich ist Verlass. Und du bist dem gewachsen. Mach dich auf zu seinem Lager und stell dich vor. Ihr werdet auf Patrouille gehen und du wirst dafür sorgen, dass sie sich nehmen. Oh Gott. Wie du befehlst. Wer ist dieser Herr Kuno von... Ja, ich will das gar nicht wissen. Aber warum? Warum steht er in deiner Schuld? Ich half ihm einst aus einer misslichen Lage. Dank mir musste er nicht hängen. Oh, das klingt abenteuerlich. Wie kam es dazu? Frag das besser ihn. Ihr könnt euch mit dem Thema auf euren langen Patrouillen die Zeit vertreiben. Doch eines kann ich dir sagen. Ganz offensichtlich habe ich ihn inspiriert. Viele seiner Männer konnte er nämlich ebenfalls vor dem Henker bewahren. Edel, edel. Dann fragen wir das auch. Dieser Herr Kuno von Reichwaldau. Er ist der letzte Baron der Reichwaldauer, ein verarmtes Adelsgeschlecht. Er verdingt sich nun als Söldner, so wie viele verarmte Edelmänner. Wenn sie denn nicht Räuberbarone werden, oder beides zugleich. Jedenfalls ist er ein unterhaltsamer Bursche. Als Söldner hingegen, nun, da pflegt er seine eigene Art und Weise, gewisse Dinge anzupacken. Das klingt besorgniserregend. Ach, so schlimm ist es nicht. Man muss ihn nur zuweilen daran erinnern, nicht zu übertreiben. Wie du fielst. Ich reite zu seinem Lager. Ausgezeichnet. Es befindet sich zwischen Ratai und Ledetschko. Das ist ja hier um die Ecke. Ein guter Standort zum Schutze der Provinz. Viel Glück, Heinrich. Und pass gut auf dich auf. Wo ist Ledetschko? Nicht weit oben? Dank. Mach's gut. Okay. Mit einer Bande im Bunde. So, Band of Brothers. Nein, Quatsch, Band of Bastards. Das Brothers hört sich aber besser an, ne? Begib dich zu den Herr Kunus Lager. Das ist jetzt unsere Aufgabe als erste Quest. Hier ist es. Da werden wir aber auch gemütlich hinreiten. Da werden wir keine Schnellreise machen, aber das ist ja langweilig. Ich mache immer viel zu viele Schnellreisen. So. Zack. Markiert. Ah, ich freue mich eigentlich über jede DLC, die kommt. Die letzte hat mich halt massiv enttäuscht von der Länge her. Aber das scheint ja hier ganz normal zu sein. Im Spiel die Kürze. Ich bin mal gespannt. Also 15 Minuten war... Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. So. Ja. Los geht's. Wir reiten. Einmal zum Herr Kuno, der einfach plötzlich da ist. Obwohl, es ist das Gefühl so, wir sind ja immer noch derselbe Charakter. Die Zeit, die geht einfach weiter so gemütlich. Da kommt eine neue DLC und da passiert ein bisschen was Neues in dieser genial geil aussehenden Welt von Kingdom Come Deliverance. Die Frage ist nur, was ist, wenn ich das Spiel jetzt ganz niegelnagelneu kaufen würde? Mit allen DLCs. Komme ich dann gleich hier zu der... Oh, das sieht aber... Was ist das? Bin hier fast reingeritten. So, jetzt kämpfen wir nochmal. Ein schäbiger Anfänger schnappt mir den Preis sicher nicht weg. Was redet ja, er da? Du wirst leiden. Nein, der wird leiden. Ich weiß nicht mal, welche Waffe ich noch hab. Wo ist er denn? Du bist tot. Ich wusste nie, was das war. Ah, ich steh doch auf. Oh, ich muss wieder üben. Na dann komm doch. Das ist mein erster Kampf seit Ewigkeiten. Wer bist denn du überhaupt? Verdammter Scheiße. Welchen Preis? Na.
Tu's. Raffan! Oh, der blockt aber gut, ey. No curva! Ah! Und jetzt einfach auf den Dates! Wo stand nochmal seine HP? Da haben die nicht einen HP gehabt? Ich warte, bis er schlägt. Ich denke mal, das war voll der Plan vom Spiel. Aber wir haben eine ziemlich krasse Waffe eigentlich hier. Aber die habe ich noch nicht gut geskillt. Nein, habe ich nicht. Du bist geliefert. Du hast einen weichen Schädel mittlerweile bekommen, mein Freund. Also sehr kurz, die Waffe, ne? Aber ich kann schwanken können, die hat mal eine HP an. Ach, da unten ist er doch, ja klar. Die. Das ist nur wie meine, aber die geht nicht runter, du Halunke. Das Lilane ist eine. Boah, jetzt hat er mich aber. Dabei hab ich geblockt. Ja, komm her, Baby. Hau zu. Ich kann auch die Hand nach oben machen. Was war's für ihn? Töten. Ich glaube, ich kann ihn so schon plündern. Der ist bewusstlos. Oh, der hat ein vergiftetes Schwert dabei gehabt. Was für ein gemeiner Hund. Zierschild. Ja, komm. Schon die Tasche vollpacken. Was ist der erste Gegner hier? Gleich schon eine Milliarde wieder bekommen. So, da wir angegriffen wurden, habe ich ja kein Verbrechen begangen, ne? So, Pony. Dann müssen wir dich jetzt direkt vollladen wieder. Ach du Jemin, jetzt geht schon wieder los. Rüstung. Ah, das ist geklaut, tatsächlich. Ging das nochmal X? Na, ich finde das jetzt nicht geklaut. Das ist ja meine Beute, ne? Ich habe keine Ahnung, ob meine Rüstung überhaupt noch gut aussieht. Das war das, was der andere hatte, ne? Ich habe noch ganz viel Kram von den letzten DLC in der Tasche, also nicht wundern. Gut. Weiter geht's, mal gucken. Also da war ja jetzt so eine Falle. Jetzt, ernsthaft, jetzt kommst du wieder? Okay, dann muss ich dich wohl töten, also. Ja, da war ja ein paar Schwinger rüber für mich, wa? Das kostet aber nur Ausdauer. Das tut mir ja fast sogar leid. Ein Gnadenstoß. Du hast die Wahl gehabt, mein Freund. Ich hab dich leben lassen. Mann. So, gut. Die Falle wollte ich mir doch nochmal angucken. Pferd, komm mit. Da ist er. Die hätte mich ja voll vom Pony gerissen, oder? Kann man den nicht kaputt machen oder sowas? Interessant, ne? Okay, schön. Hat aber... Ja, schon fast was Story-mäßiges, finde ich, ne? Das wird wahrscheinlich jetzt öfter in der Welt vorkommen. Okay. Dann geht's weiterhin zum Ziel. Ja. Aber muss man jetzt halt ein bisschen besser aufpassen beim Reiten, ne? Okay. Ich habe ja keine Angst, bin ja ein super Fighter, habt ihr ja gesehen. Ich glaube, jeder hat den in 2 Sekunden kaputt gemacht. Gut. Also das. So sollte ich nicht springen. Papp! Läuft sehr geschmeidig auf meinen Rechner, das Spiel. Die 2070er. Ja. Die reichen mir völlig aus. So. Oh, ich versuche eine Abkürzung zu nehmen. Das ist immer so mein Fehler hier im Spiel. Ja. Aber das sieht doch schon mal aus, als ob wir fast da sind, ne? Das ist falscher Knopf. Ja, wir sind fast da. Ja. Jetzt das Problem, ne? Wenn wir jetzt Schnellreisen machen, kann das sein, dass. Das ist nur ein Stumpf. Ja. Dass wir dann außersehen in solche Fallen reiten, ohne das mitzubekommen oder wie oder was. So, da ist das Lager. Interessant. Erreicht es natürlich zur Nacht. Oh, und das fängt von alleine an. Da brauche ich gar nichts drücken. Gott sei mit dir. Finde ich hier Herrn Kuno? Oh, sehr gesprächig. Herrn Kuno. Ah, von Reich Waldau.
Ist das nicht sein Lager? Aus dem wirst du nichts herauskriegen. Kommst du von Ratzig? Hab gehört, er wollte jemanden schicken. Ja, Herr Ratzig hat mich als Ortskundiger gesandt. Heinrich. Jacke. Und diesen Burschen nennen wir der Stein. Ich verstehe, warum. Hast du mal auf die Zunge gebissen? Nee, er nicht. Ein Köter. Der Köter des Henkers. Nachdem der Henker sie ihm abgeschnitten hatte. Vergiss es. Am besten du kommst mit mir. Ich stell dich den anderen Jungs und dem Anführer vor. Oh, lustige Bande, ne? Das hier sind die Gebrüder Beermann. Peter und Jan sind zwei Spaßvögel. Aber wenn sie saufen, kriegen die kein Wort mehr raus. Wie jetzt? Erwisch sie nicht auf dem falschen Fuß. Packt sie die Wut. Das ist kein schöner Anblick. Freut mich, euch kennenzulernen. Spar dir das törichte Gehüpfe, Stepan. Du sollst mit dem Idiot nicht tanzen, sondern ihn töten. Und du, Baumler, sei standhaft verflucht. Lass dich von ihm nicht am Gängelband führen. Herr? Mein Herr, das ist Heinrich von Herrn Kobilla. Wurde Zeit, dass Rat sich mal zur Tat schreitet. Jemand, der sich hier auskennt, können wir gebrauchen. Spar dir das Höflichkeitsgetue. Von dieser Narretei halten wir hier nichts. Jackel? Willst du dich davon schleichen? Geh zum Hof, hol Wasser. Die Jungs sind durstig. Ich war schon letztes Mal. Und auch das nächste Mal, du undankbarer Lump. Heute noch. Los. Ja, Anführer, wa? Undankbarer Bastard. Ich hol ihn aus der Scheiße. Und bekomme wieder Worte. Wo waren wir? Ach ja. Ein Ortskundigen ist, was wir brauchen. Ich hoffe, ich kann auf dich zählen, Hermann. Heinrich. Genau. Wie ich Ratzig schon sagte. Ich brauche keine weitere Last. Wenn es brenzlig wird, zählt jedes sicher und tapfer geführtes Schwert. Mit einem Schwert weiß ich umzugehen. Das habe ich schon oft gehört, aber am Ende steckt das Schwert dann in ihrem Bauch. Wir werden sehen. Stepan, ruh dich aus. Baumler, finde heraus, ob Herbert hier was kann. Och, die dreht los. Das mache ich gerne. Aber ich müsste noch ein bisschen Übung haben. Hat es gerade mehr Herbert genannt? Okay, die erste Aufgabe der DLC ist abgeschlossen. Wir haben doch nur ein Holzschwert, das sieht so metallend aus. Ich mach nix. Ich warte auf dich. Was hab ich denn da in der Hand? Für ein Riesenrohr. Meine Taktik ist einfach nur schauen. Der macht's irgendwie auch. Achso, das ist meine Waffe. Jesus Christus! Der macht gar nichts. Der hat eine Fackel in der Hand. Ich glaube, das sollte nicht so der Fall sein, oder? Okay, ich habe, glaube ich, bewiesen, dass ich was kann. Du hast dich gut geschlagen. Das war auch sehr schwer. Wir können dich brauchen. Aha, gut. Hab Dank. Mir gebührt kein Dank. Du weißt ja nicht, auf was du dich da einlässt. Herr Kuno, kannst du mir etwas über dich erzählen? Lass Herr weg. Mir schon genug Komma beschert. Hä? Hey? Was willst du denn wissen? Boah, das war eine schnelle Aufgabe. Tagesanbruch auf deiner ersten Patrouille. Ich hörte, stehst du in Herrn Ratzigs Schuld. Wie ist das passiert? Das war Schicksal, Junge. Einst kam es zu einem Konflikt zwischen den Herren von Schallenberg und der Stadt Kulin. Irgendein Handelsstreit. Und ich kämpfte auf Seiten der Schallenberger. Als es Friedensverhandlungen zwischen beiden Seiten geben sollte, ritt ich mit einer Delegation nach Kulin. Unterwegs machten wir bei einer Schenke halt. Und dort traf ich Ratzig Kobilla. Bereits auf den ersten Blick war mir klar, dass er von meinem Schlag ist. Ein sympathisches Raubein mit Herz und Verstand. Die ganze Nacht verbrachten wir mit Trinken und Reden. Am Morgen brachen wir dann mit dickem Kopf, aber guter Laune auf und reisten gemeinsam.
da er auch unterwegs nach Colleen war. Doch als wir das Stadttor erreichten, wurde ich sogleich festgenommen. Die Bürger waren wohl nicht gut, auf mich zu sprechen, da ich sie ein halbes Jahr lang geärgert hatte. Andererseits war ich Teil der Friedensdelegation, also hätten sie mich eigentlich nicht einmal schief ansehen dürfen. Und dann verstand ich, warum Ratzig dort war. Colleen ist eine Königsstadt und er kam, um des Königs Interessen zu vertreten. Verstehe. Er stand auf der anderen Seite. Genau. Ich landete im Kerker und erfuhr einige Tage später, dass die Schallenberger mit den Bürgern der Stadt eine Übereinkunft getroffen hatten. Und Teil davon war mein Kopf auf dem Silbertablett. Wäre Ratzig nicht gewesen, hätte mein Leichnam sicher an den Zinnen der Stadtmauer gebaumelt. Er mochte mich und verstand, dass das ein mieses Spiel war. Daher wandte er sich mit Erfolg an den Stadtrat. Glück gehabt. Oh ja, ich verdanke ihm mein Leben und werde das nie vergessen. Er bat mich schon zweimal um Hilfe. Und ich werde ihm auch dieses Mal helfen. Okay. Herr Ratzig sagte, die Reich Waldauer seien verarmt. Wie ist das passiert? Es gibt unzählige Wege zu verarmen. Vor allem dann, wenn dein werter Vater ein Narr ist und deine werte Mutter eine Verrückte. Was ist dunkel? Aber das ist eine lange Geschichte. Wir nahmen den Namen von Burgreich Waldau an, wenngleich sie dem Orden der armen Klarissen von Teinitz gehörte. Und wir sie nur pachteten. Mein Vater kannte die Äbtissin von klein auf. Und zwar sehr gut. Es heißt sogar, sie musste dem Orden beitreten, weil ihre Familie gegen eine Hochzeit mit meinem Vater war. Jedenfalls verbrachte er recht viel Zeit in Teinitz. Vielleicht für private Bibelstunden oder doch eher für das ein oder andere Schäferstündchen. Vielleicht hatte er ja beides im Sinn. Sündigen und Bibelstudium zugleich? Nun ja, praktisch wäre das schon gewesen. Meine Mutter hatte nie starke Nerven. Man könnte auch sagen, ihr Geist war anfällig. Die Liebelei meines Vaters trieb sie in den Wahnsinn. An einem frostigen Dezembermorgen weckten mich Rauch und Schreie. Ich sah aus dem Fenster und gewahrte meine Mutter im Hof. In Flammen. Hinter ihr brannten auch der Stall, die Wirtschaftsgebäude und der Turm. Und sie stand einfach nur da, kreischend und lachend. Ach du Jemine. Das klingt ja nach dem reinsten Albtraum. Ein Albtraum war es auch, glaub mir. Meine Schwester Adela, einigen Bediensteten und mir gelang die Flucht aus dem Flammenmeer. Aber mein Vater schaffte es nicht. Mein kleiner Bruder auch nicht. Der Arme war erst 7. Nach dem Brand waren meine Schwester und ich obdachlos. Mein Vetter, Adam von Drewitsch, nahm uns bei sich in der Burg auf. Er bot mir an, die Überreste unseres Besitzes zu kaufen und mir eine kleine Festung nahe Rakonitz zu veräußern. Wir waren erleichtert. Mit einem Schlag gab es für uns wieder Hoffnung. Ich erzählte meiner Schwester davon. Und das war der größte Fehler meines Lebens. Eine Woche später sagten mir die beiden, dass sie heiraten werden. Und das, was wir noch übrig hatten, Land, Wälder, Dörfer, drohte so zu Adelas Mitgift zu werden. Aber die Entscheidung oblag doch dir. Schließlich warst du der Kopf der Familie. Das schon, aber ich war noch nicht einmal 17 Jahre alt und hatte doch fast nichts mehr. Natürlich stritt ich mit ihnen, was für sie ein guter Grund war, mich auch noch aus Drewitsch zu verjagen. Wie kaltherzig. Wem sagst du das? Doch ich beklage mich nicht. Wie sagte mein Vater so schön, mit stetem Fleiß und Geschick findet ein jeder sein Glück. Ich bezweifle, dass er ahnte, wie oft ich daran denken würde. Boah, Alter, der vertraut mir aber und erzählt mir seine ganze Lebensgeschichte innerhalb der ersten 20 Sekunden. Herr Ratzig sagte, die Reich... Es gibt... Aber da... Oh, das war natürlich doof, ne? Es soll durchaus... Anderer Text. Geben. Ha! Nicht mein Vater. Er fluchte wie ein Gerbergehilfe und drohte dem Gemeindefahrer mehrmals mit dem Riemen. Meine Mutter hatte nie starke Nerven. Man könnte auch sagen, ihr Geist war anfällig. Die Liebelei meines Vaters trieb sie in den Wahnsinn. An einem frostigen Dezembermorgen weckten mich Raub... Okay, er erzählt ja dieselbe Geschichte. Ein Albtraum war es auch, glaub mir. Nach dem... Wem sagst du... Ist egal, was man da nimmt, ne? Das eine Frage sagen. Zu deinen Männern. Das könnte auch lange dauern. Frag ruhig. Eine Patrouille machen wir auf jeden Fall. Okay, das ist zu auf viel. Das ist zu viel. Gehen wir bald auf Patrouille. Bald los? Ganz schön übereifrig.
Aber im Dunkeln reiten wir nirgendwo hin. Komm wieder, wenn es Tag ist. In Ordnung. Aber wie viel Uhr ist denn? Wieder, wenn du willst, kannst du hier im Lager schlafen. Wir haben genug Platz und dann lernst du die anderen besser kennen. Okay, dann machen wir uns das erstmal gemütlich. Weil es ist ja wirklich nur dunkel geworden. Was ist das Lager? Ein Zelt, ne? Pferde. Ich mache mir das erstmal bequem. Irgendwo. Nein, ich knack nicht in ihre Kiste. Ich glaube, die gehört dem Chef. Aufschließen. Ich habe den Schlüssel für diese. Ne, den habe ich doch nicht, ne? So, wollen wir dann Plätze zum Pennen? Man erkennt doch gar nichts. Schlafen und speichern. So, dann schlafen wir mal bis zum Tage. Wir schlafen in schlechten Betten eh besser, weil das ja mal so geskillt habe. Bis 6 knapp, dann müsste ja Tag sein. Und dann quatsche ich nochmal mit denen. Machen wir unsere erste Patrouille. Na, werden vielleicht 2-3 Folgen werden. Ich weiß nicht, wie umfangreich die DLC wird. Boah, Ladezeiten sind aber sehr kurz geworden, ne? Habe ich das Gefühl. So, gespeichert ist schon mal. Und es ist helllicht, der Tag. Ich denke mal, der ratzt noch. Aber ist ja nicht der Herr Ratzinger, ne? Los, Typ. Okay, der will noch nicht. Sie faulenzen noch. Okay, wir können was essen. Bei 53 Sattheit. Ist ja nicht wirklich viel, ne? Ja, die erste Patrouille wird wahrscheinlich schon ziemlich spannend werden. Mann, scheint doch die Sonne. Warum regnet das denn? So, er ist, den erkennt man doch sehr gut. Da. Kuno, altes Haus. Geht es bald los? Oh, der Herr beliebt auszureiten. Oder ziehen es Dero Gnaden vielleicht vor, uns noch einige Tage länger hier warten zu lassen? Etwas Wichtiges Was? Kam dazwischen. Du hast geschlafen? Aha. Vergiss nicht. Nazig hat dich zu uns geschickt. Also ist das hier wichtig. Wie bescheuert, ne? Es ist so bescheuert. Ich habe doch nur eine Stunde gewartet. Ich warten müssen, hier ihn angucken, bis er aufsteht. Schon gut. Aber lass uns nicht noch einmal warten. Wie wäre es mit Norden? Ist dort irgendetwas Interessantes? Im Norden? Samopesch und Merhuyet liegen auf dem Weg. Und etwas weiter Talmberg. In Merhuyet gibt es Ställe. Die Ställe würde ich mir gerne mal ansehen. Reiten wir dorthin. Und okay. Was dann? Dann hören wir auf unser Bauchgefühl. Ich bin mir sicher, es wird interessant. Da liegt was in der Luft. Aufsetzen und los. Gut. Quest begonnen. Böses Blut. Okay. Ach, was? Okay, so geht das jetzt ab eben von Ort zu Ort. Ich dachte, wir reiten da so cool hin. Ah, jetzt reiten wir aber zusammen. Ich muss nichts machen. Ganz alleine hinten. Kann ich was... Achso, ich kann selber reiten. Okay. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Oh ja. Naja, es ist schön. Das regnet aber irgendwie komischerweise. So mag Jan. Duft von Kamille, der Schatten der Luft. Auf wahrscheinlich im Bug, dass es regnet. Guckt euch hier meine Himmel an. Spiele mögen mich einfach nicht. Darunter das fruchtbare Tal, das sich an den Hügel spielt. Frischen Tau, glitzernd auf weichem Moos. Den süßen Duft von Honig. Ne, Jackel. Ah, es wird doch gleich was passieren. Steif in den Himmel ragen. Ja. Erinnert mich an den Tag. Was sind wir denn jetzt eigentlich? Wir reiten noch gar nicht nach Meo jetzt. Das kommt doch von hier. Und reiten ist nach da? Naja, egal. Hier müssen wir also super langsam reiten hier. Riecht doch gar nicht nach Kamille. Und Männer, wie sieht's aus?
wieder? Wie soll ich sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier bleiben sollten, Anführer. Oh, wie das? Ich habe die Gegend ausgeschaltet. Scheint fast so, als würden wir schon lange, verzeih, am Arsch der Welt festsitzen. Das ist hier nicht Paris, Volva! Seit Jacke bei uns ist, habe ich keine neue Ausrüstung und neue Pfeile mehr bekommen. Das behagt mir nicht, Anführer. Verstehe. Was meinen die anderen? Ich weiß nicht, warum Fida herumjammert. Es mangelt hier nicht an Schweiß, Trank und Weibern. Und Narren in der Schenke, die nicht wissen, wann man aufhören sollte zu wirken. Baumler? Irgendwie landen wir immer am Arsch der Welt. Und immer ist mir mulmig zumute. Jacke? Was soll ich sagen? Ich sollte eine Rüstung kriegen. Aber dann wurde es nur ein dämlicher Eisen. Tja, Rüstung gibt's halt nicht in Mädchengröße. Wo hast du denn deine her? Gut, ich weiß eure Aufrichtigkeit zu schätzen. Es wird Beute geben, versprochen. Wer kämpft und siegt, erhält auch der Mühenlohn. So war es schon immer. Aber wer nur Silber im Kopf hat, vergisst sein Schwert in der Hand und schadet damit seinen Gefährten. Daher vergesst nie die goldene Regel. Ihr könnt scherzen und jammern, so viel ihr wollt. Aber was am Ende über Sieg oder Tod entscheidet, ist das Vertrauen in euren Anführer, den ihr frei gewählt habt. Das solltet ihr nie vergessen. Amen. Eine sehr spannende Patrouille. Also der langsamste Gangart des Pferdes ist immer noch schneller als was die hier machen. Und ich muss immer bremsen. Das ist irgendwas, oder? Anführer, ich glaube, es gibt etwas für uns zu tun. Voilà. Hinter mir bleiben und Augen auf. Mal erstmal im Weg reiten. Und selbst das ist so langsam zu reiten. Ich habe halt ein sehr schnelles Pferd, ne? Also da dampft's, oder brennt's besser gesagt, das wird... Das ist aber weit. Also wir sind... Er sind ein Söldnertrupp, die jetzt hier für Ordnung sorgen. Ja, und ihr erwartet uns dieses Mal, Männer! Schiffi? Groschen versteckt in einem Pissbock unterm Bett. Eine saftige Rinderhüfte, die niemand essen will. So saftige Rinderhüfte. Wenn sie jemanden aus dem Bauch ausschneidet. Also ich bin einfach viel zu schnell. Ich wär schon eine Woche da. Ich müsste nur auf die warten. Falls ihr Beute macht, werde ich im Lager dann nur allzu gerne mit euch um eure hart verdienten Groschen würfeln. Armer alter Fieder. Verpasst immer den spannendsten Teil. Was ist mit dir, Baumler? Was glaubst du, was uns erwartet? Leid und die Vergänglichkeit des Seins. Wie immer. Stets gut gelaunt, Frau Baumler. Du solltest dir eine Scheibe vom Stein abschneiden und die Knappe. Aufgabe abgeschlossen. Ihr solltet alle die Knappe. Durchsuche das ausgebrannte Gehör, versuche Spuren der Angreifer zu finden. Das kriege ich hin. Haltet die Augen offen. Kann gut sein, dass sich hier noch jemand versteckt. Sucht nach Hinweisen und befragt die Leute, falls noch jemand lebt. Okay, Hinweise. Untersuchen. Hm. Hier glüht es noch. Die Angreifer können noch nicht allzu weit sein. Die machen wahrscheinlich gar nichts. Also kann ich ja mal waschen. Nein, setzen nicht. Eine Kuh? Haben sie verschont? In der Scheune versteckt sich auch niemand. Hier liegen Leichen. Das ging wohl alles ganz schnell. Der Stein, okay, das ist... Sie waren unbewaffnet. Oh Gott, was für ein Massaker. Ein Massaker. Gütiger Heiland. Auf Frauen. Alles verwüstet. Logisch. Aber wer war das? Das ist ja auch noch eine Scheune. Schauen wir uns das doch mal an. Es gab wohl keine Gegenwehr. Sie wurden wie Tiere abgeschlachtet. So. Müssen wir einen finden hier. Ich glaube nicht, dass sich hier einer verstecken. Hund.
Armes Geschöpf. Armes Geschöpf. Wie lange soll ich das jetzt hier suchen? Keinen Raum haben sie ganz gelassen. Irre. Ah. Kuno wird davon erfahren wollen. Ich hab's gefunden. Kuno, wo bist du? Der läuft nämlich umher. Bericht über deinen Fund. Wo ist er denn? Stehlen. Dass es diese Option überhaupt gibt, ne? In einem Schuppen fand ich diesen Schild und einen Brief. Scheint eine Nachricht für uns zu sein. Zeig mal her. Dieses Wappen. Es stammt von den Zuls. Gefährliche Leute sind das. Ich glaube nicht, dass hier noch etwas ist. Aber wir bleiben noch eine Weile. Und du berichtest Ratsig von den Vorkommnissen. Was weißt du über diese Zuls? Eine verarmte Adelsfamilie. Die Zuls kämpften in den Markgrafenkriegen in Mähren. Aber was sie in Böhmen wollen, weiß ich nicht. Ich würde gerne nach den Angreifern suchen. Weit sind sie bestimmt noch nicht gekommen. In Ordnung. Ein zusätzliches Paar Augen kann nicht schaden. Wir sehen uns noch ein wenig um. Dann reiten wir zurück ins Lager. Okay. Entscheidet, das hat jetzt, jetzt muss ich ja doch nicht zu mehr ratzig, oder was? Doch. Erstatte einen ratzig Bericht. Begib dich am Morgen zum Herrn Hans. Das ist wieder... Das ist die Endquest von der letzten DLC. Ja, aber jetzt soll ich jetzt hier bleiben oder soll ich jetzt da hingehen? Das ist ja echt komisch. Gut, das sehen wir in der nächsten Folge. Länger als 15 Minuten geht die DLC schon.